Hi Leute, Forti hier, willkommen zurück zu einem neuen Gameplay in Quake Champions hier. Wow, wo war der denn jetzt? Es ist halt immer dasselbe. Ich fange richtig schlecht an. Also im Sinne von, ich krieg gleich am Anfang richtig auf den Sack. Und dann muss ich natürlich einem Rückstand hinterherlaufen. Alter, ich treffe dich nicht, oder was? Ich wollte es halt sagen, ey. Ist doch lächerlich. So, erster Frag ist geschafft. Das ist schon mal ein wichtiger Anfang gewesen. Oh, das war so gar nicht geplant, aber egal. Wow! Da war das Mauspad auch zu Ende. Habe ich überhaupt zwei Frags? Yay! Mehr als ein. Wow. Er hatte, glaube ich, die Nailgun. Ich bin einfach reingelaufen. Ja, es ist halt blöd. Man muss irgendwie auch erstmal die andere Waffe holen. Irgendeine. Oh. Ich versuche mal schnell Quad Damage zu holen. Versuchen natürlich auch alle. Yay. Yay. Na, wie? Also das ist unlogisch. Ich hätte den eigentlich fünfmal treffen müssen mit meiner Rakete da. Wo war der? Wird noch ein Frack geklaut. Schade. Ich bin immer noch an der Spitze, sag ich mal, von meiner Action hier mit dem Rocket Launcher. Allerdings, ja, nicht mehr lange, wollte ich sagen. Und in dem Moment schaltet der Mist natürlich um. Wow. Also ich habe eigentlich viel Damage gemacht. Also die Raketen haben ja jetzt nicht komplett gefailt. Viel Action hier. Wow. Alter, jetzt geht der ab hier. Der erste hat schon drei Frags. Ich treffe dich nicht. So eine Scheiße. Quad Damage. Überhaupt nicht lucky, wie der mir ins Gesicht gelaufen ist. Komm. Ich treffe den nicht. Es ist so lächerlich. Dann, wenn es richtig abgehen könnte, treffe ich nichts. Oh.
Was? Also das Game ist abgefahren. Das ist so krass schnell. Von überall wird geballert. Yeah, Baby. Das hast du dir sicherlich anders vorgestellt. Oh, oh, ich werde wieder eingeholt. Quad spawn in 15 seconds. Fuck, ich verrecke natürlich genau dann, wenn Quad Damage spawnt. Alter, was ist los? Ich hänge hier fest von allen Seiten. Krasses Game. Ja, Deathmatch ist halt übel. Ja, mit Quad Damage will ich mich nicht zwingend anlegen. Das ist halt lächerlich. Ich mache so viel Damage mit der Ray Gun. Beziehungsweise mit der Lightning Gun ist es ja. Schieb. Ich bin nicht mehr Erster und die Zeit läuft. Nein, ich wollte eigentlich... Ja, das ist halt Noob-like. Ich wollte eigentlich mich hoch teleportieren, also hochschießen. Nee. Ich schieße doch ihr vor die Füße. Sie kriegt keinen Schaden. Krass. Ich hab definitiv verloren, ey. Es ist so krass, wie der auf einmal aufholt. So viele Frags, Alter. Wo ist der? Lead taken, Alter. Yay! Ich könnte vielleicht noch gewinnen. Oh, Suicide. Oder... Ich hab mich selbst umgebracht. Nice. Lol, wie hab ich den denn gekillt? Nein, ich wollte mich eigentlich heilen. Yes! Yes, baby. Ich glaub's nicht. Aber 30 Frags, Alter! So abgefahren. You win!
Also, das ist richtig fett gewesen. Ich war jetzt zwar nicht so krass, aber es hat richtig Bock gemacht. Puh, aber richtig actionreich die Runde gewesen und ich weiß nicht, ob das jetzt für ein Level-Up reicht. 30 Frags und na gut, ja, also nicht schön, aber selten. Ich bin halt auch noch blutiger Anfänger, heute angefangen sozusagen, auch wenn die Videos nach und nach erst online gekommen sind, aber die Beta ist ja jetzt erst quasi heute gestartet. Und ja, so viel habe ich echt noch nicht wirklich da reingesteckt in das Game. Na gut. Aber dennoch würde ich ganz gerne schon mal ein paar Cases hier, Lootboxen, aufmachen. Und zwar drei Stück habe ich Chest hier. Open Chest. Machen wir mal. Was kann da drin sein? Rare Legs. Also hier für irgendwelche anderen Champs. Ne? Die habe ich noch gar nicht. Open Next. Also es ist ja sowieso nur eine Beta, sprich man muss wahrscheinlich höchstwahrscheinlich von Anfang an beginnen, wenn das Game quasi released worden ist. Ja, also es sind halt auch wieder kosmetische Items, so ähnlich wie bei Overwatch. Rare Headgear und hier Armor Shader. Ja, okay. Und hier einmal habe ich noch Reliquary, wie heißt das? Reliquary Open. Ich glaube, das könnte was Fettes sein, ja. Epic Torso. Legendary Champion. Also ich glaube, ist das ein Skin für den Champion? Das sieht fast so aus. Oder habe ich den jetzt damit freigeschaltet und kann den jetzt damit verwenden? Warte mal. Weil ich hatte die ja vorher gar nicht. Yes! Ich habe den jetzt freigeschaltet durch die Kiste. Deswegen. Siehst du, ich wusste es gar nicht so genau, wie kann man sich die Champs überhaupt aktivieren. Indem man sie einfach aus der Kiste zieht. Richtig fett. Nächstes Gameplay mit Anarchy oder Anarchy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte Däumchen nach oben. Haut ihr rein. Bis denne.